werden auch hier in kurzer Zeit neue Übergänge haben. Auf der Straße nach Grotto. Die Bolschewisten sind zurückgeschlagen. Ihre Panzer stehen in hellen Flammen. So wurden in der Zeit vom 22. bis 27. Juni bereits 2233 sowjetische Panzerkampfwagen vernichtet oder erbeutet. In unermüdlich kühnem Nachstoßen werden feindliche Stellungen genommen und Tausende von Gefangenen gemacht. Und hier Kampf um die Zitadelle von Brest Litovsk, die stark ausgebaute sowjetische Festung, hart an der Grenze des Generalgouvernements. Ein Feuerorkan von bisher noch nicht erreichtem Ausmaß eröffnet in den frühen Morgenstunden des 22. Juni den Kampf um diese Bastion, die von den Bolschewisten zäh verteidigt wird. Infanterie geht vor. Die Besatzung einzelner Festungswerke hat sich ergeben. Der Weg in die Festung Brest-Litovsk ist frei. Die Feindmaschine stürzt brennend ab.